Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Assassin's Creed Valhalla. Jetzt wollte ich sogar kurz Black Flag sagen. Habe ich in meinem Kopf sogar. Unterschied, Augustin. Was ich sagen will, ist, dass der Glaube die größte Bedeutung hat. Ja, denn ohne ihn bedeutet das Opfer Christi nichts. Er starb, um uns zu erlösen, nicht wahr? Von der Erbsünde Adams und Evas. Doch das Böse besteht fort. Ja, es besteht fort, weil er uns den freien Willen gab. Besitzt das vom Despoten erschlagene Neugeborene freien Willen? Ja, nein. Ich meine, das ist zu vereinfacht. Oder der Priester, dessen Herz ein Wolf aus der Brust reißt. Judas, dem vorherbestimmt war, den Nazarener zu verraten. Einige sagen, Judas wurde benutzt. Täusche mich, meine Ohren, Bruder Hortbert? Zweifelst du an den Schriften? Nennst du Judas unschuldig? Unerhörte Blasphemie! Nein, das habe ich nicht gesagt. Bruder Cerdik, bin ich nicht der frommste seiner Diener? Raus! Raus! Schließt du Freundschaften? Die Zunge eines Menschen gibt einen Vorgeschmack auf sein Herz, Eivor. Und dieses Wissen ist oft nützlich. Und wie schmecken diese teigigen Christen? Das sagt man doch nur so, Eivor. Und ich bin ihrer bereits überdrüssig. Muss es so trocken sein zwischen uns? Natürlich nicht. Ich bin dankbar, dass du hier bist. Was ist mit der freudzerstörenden Fulke? In deiner Nachricht hieß es, du hättest sie in Kent aufgespürt. Sie ist hier irgendwo. Und im vergangenen Monat war Sigurd bei ihr. Doch wer weiß, ob dies morgen der Fall sein wird. Also, wie lautet dein Plan? Wir sind tief im Herzland ihres Gottes. Ein Heide und ein Ketzer. Um Fulke zu erledigen, brauchen wir eine christliche Falle. Fulke ist kaum eine Heilige. Diesen Christen sind ihre seltsamen Vorstellungen ein Greuel. Stimmt, aber sie geht als eine von ihnen durch. Sie wird sich nicht vor allen verstecken. Nicht mit einem Gefangenen im Schlepptau. Also, wo beginnen wir? Ich habe einen neuen Freund. Abt Kühnebert. Voll frommen Feuers, doch mit Ambitionen, die weit größer sind als sein Verstand. Und was weiß dein Freund Kühnebert? Komm, ich werde dich ihm vorstellen und wir hören uns die ganze Geschichte gemeinsam an. Konntest du, während du allein warst, etwas Frieden finden, Basim? Ich habe immer Frieden und ich bin nie allein. Ich wandle voll großer Freude unter den Menschen der Welt. Ich beobachte sie, studiere sie und lerne so manches von ihnen. Dies ist unsere Pflicht, der Auftrag der Verborgenen. Zum ersten Mal, seit wir uns trafen, klingst du mehr nach deinem Lehrling als nach dir selbst. Sicherlich klingt Heitam wie ich. Ich habe ihn gut unterwiesen. Euer Credo und eure Grundsätze. Richtig. Und unser Gefühl von, wie soll ich es sagen, tiefer Verantwortung für die Verbesserung der Menschheit. Das ist ein hohes Ziel, aber es erklärt nicht, was du in Sigurd siehst. Mein Bruder ist nicht so selbstlos. Ja, aber dein Bruder ist jemand Besonderes, Wichtiges. Und ich will, dass er das erkennt. Ich hoffe, es ihm zu zeigen. Elnem. Ist dies nicht ein gesegnetes Feld? Das Land Gottes. Und dieser Garten Eden sollte seinen Dienern zur Pflege gegeben werden. Abt Kühnebert, dies ist der Nordmann, von dem ich sprach. Ah ja, und zudem noch ein recht furchterregender. Was ihm sagt, dass du Paladin Fulke kennst. So ist es. Lady Fulke kam vor nicht mehr als einem Monat hier vorbei. Wir redeten, wir tranken. Eine sehr angenehme Frau. Und wo ist sie? Eivor wird deine Axt sein, Abt. Sei es, um einen Baum zu fällen oder die Glieder von einem Feind zu trennen. Was hast du ihm versprochen? Oh, nur eine Kleinigkeit, Eivor. Ein winziges Problem, mit dem du mir sicherlich helfen kannst. Sag rundheraus, was du willst, Abt. Ich werde entscheiden, ob dieser Handel meine Zeit wert ist. Ah, dein Wolf zeigt Zähne, Basim. Kommen wir zum Punkt. Welchen Gefallen würdest du im Tausch für Fulke erbitten? Vor einigen Wochen wurde unser Aldermann in Kent zu Gott gerufen. Ein schrecklicher Verlust.
König Elfred hat seinen Ersatz gewählt, aber bisher nicht den Namen verkündet. Ich muss ihn wissen. Jetzt. Ganz Kent wird bald sehen, welchen Tarn er gewählt hat. Ich will es früher wissen, um ihn zu umwerben, bevor sein hohes Amt allen bekannt ist und jeder Trottel an seine Tür klopft. Wer kennt den Namen des Erwählten noch? Der Gesandte des Königs. Er wurde mit einem Glückwunschschreiben zu dem neuen Aldermann geschickt. Fang ihn ab und bringe mir die Neuigkeiten. Wenn ich den Namen des Tarns kenne, besprechen wir, wie ich seine Gunst erhalten könnte. Warum tötest du ihn nicht im Geheimen und ersuchst Elfred um den Sitz? Als Mann Gottes könnte ich das nicht. Zudem kann der, welcher hinter dem Thron steht, besser die Fäden der Puppe ziehen. Dieser Gesandte, wie finde ich ihn? Aus dem Kloster in Thunbrück kam die Meldung, dass die Männer des Königs immer einige Nächte bei ihnen verbringen. Beginne dort. Ich kümmere mich um den Namen, du findest Volke. Alles zu seiner Zeit. So, wenn wir dann fertig sind, ich habe an der Südküste zu tun. In Volkanstan gibt es den besten Fisch in Westsex. Dann suche ich dich dort auf, wenn ich den Namen des Aldermanns kenne. Künebert ist ambitioniert und hat gute Verbindung. Ohne ihn werden wir Volke nicht finden. Das bleibt abzuwarten. Was wirst du tun? Ich bin es noch nicht leid, mit diesen Christen zu spielen. Ich sehe dich dann in Volkanstan. Tja, und eins unserer Ziele rennt sogar direkt darum. Obwohl, wir müssen dahin, aber wir holen uns unser Ziel. Das könnte ein anstrengender Kampf werden, da er gar nicht mal so weit weg von unserem, ja, nennen wir es mal Level, ist. Ich dachte, er ist stark. Die müssen das haben. Ich hab den für mega stark gehalten. Du erlebst keinen Winter mehr. Lieber bin ich tot, als meinen Herrn gegenüberzutreten. Ich hoffe, mein Magister Magnus vergibt mir. So oft suchte ich seinen Rat. Wer so wenig Ehre hat, kann nicht auf die Vergebung eines wahren Herrn hoffen. Nun richte ich meinen Blick auf Woden, Tju und Tunor. Ich werde so lange suchen, bis ich Vergebung finde. Du wirst dich drehen, bis du im Bodenlosen versinkst. Ah, ich glaube, er ist Germane gewesen. Doch einen Namen genannt. Welchen von denen haben wir jetzt getötet? Ich habe keine Ahnung. Ach ja, stimmt, den hier oben.
erledigt. Gasthaus vom Turner Bridge. Wenn ich entdeckt werde, wird das unschön. Ja? Wenn Elfreds Gesandter hier einige Tage verbracht, weiß vielleicht jemand, wohin er ging. Über die Schrift des Verräters. Meine Seele ist in Aufruhr. Es ist Heresie, auch nur daran zu denken. Vergiss ihre blasphemischen Worte. Denk nur an Christus. Leider ist Platin und. Mir ist nicht nach sinnlosem Gerülpse. Wähle deine Worte mit Bedacht. Der Gesandte des Königs. Ich muss wissen, wohin er gegangen ist, nachdem er hier war. Und ich muss wissen, warum ich Schweren in meiner Achselhöhle habe. Kommt Zeit, kommt Rat. Elfreds Gesandter. Wo? Er und der Bade tauchten bei der Brücke ins Gebüsch ab und trieben weiß Gott was. Es klang, als würden sie eine Katze häuten. Gesang? Wenn du es so nennen willst. Das klingt doch schon. Lass mich in Ruhe. Fürchte mich nicht, Sachse. Bist du nüchtern genug, um mir zu antworten? Du hast schönes Haar. Es schimmert wie gewirkte Seide. Ich habe keine Zeit für Schmeicheleien. Ich suche Elfreds Gesandten. Der einzige Mann Elfreds, den ich kenne, ist Orwin der Breite. Und der ist wo? Habe ich seit Jahren nicht gesehen. Liegt sicher irgendwo besoffen rum oder tot. Warum nennt man ihn wohl breit? Wegen seiner breiten Schultern? Das sagt man doch nur so, Grundgütiger. Ein Bär von Pelz und Tränen? Der Breite wie... Mein Bruder sah ihn in dem alten Steinkreis mit eigenen Augen. Er rieb sie zweimal, um sicher zu gehen. Jemand sollte etwas tun. Was denn? Ihn bitten, weiterzuziehen? Oder vielleicht kann er hier mit uns leben und die Kinder können auf ihm reiten. Okay, die reden, glaube ich, über irgendjemanden, aber... Bleib mir vom Leib, Fremder! Ich will mit dir reden, hallo. Wieso kann ich denn hier mit niemandem mehr reden? Versuchst du Fliegen zu fangen oder wolltest du mich was fragen? Ich suche einen Mann. Er kam hier im Auftrag des Königs vorbei. Verpiss dich, ja? Sonst rufe ich die Wachen. Ich bin Leute leid. Du musst deine Sorgen selbst zerstreuen.
Was? Wie wäre es, wenn du mir aus der Güte deines Herzens hilfst und ich dich dann in Ruhe lasse? Ein kluger Schachzug, Hohlkopf. Tatsächlich habe ich Alfreds Mann gesehen. Er ist aber schon lange fort. Vielleicht weist Gawain, der Barde, wohin. Wo finde ich ihn? Das letzte Mal lag er bewusstlos bei den Bäumen zwischen Hafen und Brücke. Er war voll wie der Nachttopf einer Bauernsippe. Und jetzt störe wen anders. Ein Barde, der sich mit dem Gesandten betrank. Ich sollte ihn suchen. Vielleicht weiß er etwas. Ein Barde, der sich mit dem Gesandten betrank. Ich sollte ihn suchen. Vielleicht weiß er etwas. Dann los, Attacke. Dieser ale-atmende Skalde kann nicht weit sein. Obwohl ich glaube, dass er eher bestimmt ist. Er ist tatsächlich tot. Du nee, da, ist er nicht. Lebst du noch? Geduld ist eine müde Mähre. Trottetitrott, trott. Wieder ein schwankender Zitzensauger, der nichts verträgt. Holen wir deinen Huger zurück. Wow! Das ist ja kalt wie der... Können wir reden? Ach, bei Gottes Hosen! Pfui, sag ich! Ach, welch Höllenwesen weckt mich! Ich bin der, von dem du singst, Barde. Strengen Blicks und gnadenlos. Hast du die Raben nicht gesehen, die mir folgen und sich gütlich tun? Genug! Dein Wörterbrei lässt meinen Kopf schmerzen. Du und Elfreds Gesandter waren zusammen in der Schenke. Sag mir, wohin er gegangen ist. Waren wir das? Ich war so benebelt vom Ale. Vielleicht würde etwas kleines Silbernes in meiner Hand mich erinnern. Wie wäre es mit etwas Langem und Scharfem? Ist ja gut, das wird nicht nötig sein. Du bist sehr überzeugend, Däne. Er brach Richtung Weißer Küste im Südosten auf, zur Dofras-Feste. Er sagte, dass sie dort diese religiösen Spinner ausbilden. Eiferer. Die beten die ganze Nacht, anstatt zu schlafen. Hab Dank. Im Tausch biete ich dir diese Weisheit. Becherweise Bier schafft Narren in Witz und Wort. Hab Dank, Seher des Offensichtlichen. Nun überlasse mich meiner unheiligen Strafe. Der Gesandte machte sich zur Dofras-Feste an der Südostküste auf. Was ist denn da los? Nichts. Zur Küste. Oh Mann, wieder so ein riesen weiter Weg. Mega lang. Führt genau dahin, wo ich hin will. Das ist gut. Hey. Das war mein Bruder! Stirb! Wie viele Brüder habe ich eigentlich getötet? Thank you.
geschmeidig den Wegen folgen. Das ist mega gut. Kein große Umwege. Ja, obwohl, ich glaube, jetzt fängt es an. Na, dann legen wir mal los. Ja. Dorfras, der Gesandte muss hier irgendwo sein. Vielleicht kann ich ohne Blutvergießen an den Brief gelangen. Der Bade sagt, in dieser Feste trainieren Paladine. Das wird kein leichter Kampf. Aber sie umzubringen wäre gut. Eingang ist aber auch nicht unbedingt. Das geht aber vorbei. So. Ich kämpfe auch gegen alle von euch, ist mir egal. Keine Falle mehr. Ihr wollt doch nicht die Paladine sein, oder? Die hier wirklich so krass sein soll. Titan. Oh. Aber was soll's? Hä?
Sprengstoff, den ich gerade mehr oder weniger in die Luft gejagt habe, glaube ich. Oh ne, wir brauchen ja kleinen tragbaren. Ja, das war der, der runtergefallen ist, aber warum war der oben? Du bist nicht mehr willkommen! Mit vier Kämpfen. Mitten im Kampf war ich in einem anderen Spiel. Hätten wir wahrscheinlich sogar plündern können, richtig mit unseren Kriegern. Wir müssen auf jeden Fall wieder nach oben. Wir sind nach unten gegangen. Ich weiß nur nicht, warum die Sachen nachspawnen. Das finde ich nicht so gut tatsächlich an Valhalla. Aber es stört auch nicht so wirklich. Also, kleines Immersionsproblem, aber da müsste Assassin's Creed oder Ubisoft insgesamt ein bisschen mehr machen. Wenn ich den Brief stehlen könnte, ohne den Gesandten zu töten, würde ich mir Ärger ersparen. Schön, dass er Nordisch redet, obwohl er wahrscheinlich Sachse sein sollte. Die Belange des Königs. Wachen! Wachen! Finde die Nachricht. Toll. Ach, wisst ihr was, Leute? Dann sterbt ihr alle. Ich hab's im Guten versucht. Ernsthaft. Deine Zeit ist um. Wir fahren aufeinander auf. Aber wenn hier sowieso die Eiferer ausgebildet werden. Welter Aldermann. Abt Kühnebert wird es wissen wollen.
dich auf! Ich sollte mich mit Basim und dem Abt den Volkanstern treffen. Klar. Ups, hallo. Naja, der Rest darf weiterleben. Du lahmer Esel! Hä? Kommst du denn her? Beim Eierlegen. Ich hab mir das Bein gebrochen. Bring wenigstens die... Sitzt jemand fest? Mein Bruder. Wegen einer törichten Legende. Wenn man den Zischer von oben sieht und am Schwanz packt, hat man einen Wunsch frei. Und was ist mit deinem Bein? Wohl verstaucht. Hab versucht, ihn zu retten und bin abgerutscht. Wir sind ein trauriges Paar. Gibt's bestimmt Sprengstoff. Gar kann nicht wie eine Henne beim Eier legen. Ich hab mir das Bein gebrochen. Bring wenigstens die Zischerlegende von da oben mit. Hier zischt was! Bei Jörmungand! Gibt es Schlangen hier oben? Schon gut, schon gut. Du musst irgendwie da runterkommen. Siehst du einen Heuhaufen oder so? Ein Heuhaufen? Bist du von Sinnen? Aus dieser Höhe? Das ist der sichere Tod! Nein, mein Schicksal ist besiegelt. Ich werde hier oben auf den Tod warten. Du hast es gut geschafft. Du bist wahrlich mutig. Ja. Ich helfe dir runter. Aber wie kann ein starker Nordmann wie du Angst vor der Höhe haben? Und vor Schlangen. Ich weiß nicht, warum ich bei sowas immer mitmache. Wahrscheinlich, weil mein Bruder sonst einfach keine Ruhe gibt. Aber es steht mir bis zum Zäpfchen mit ihm. Kletter hoch, Arne. Geh in diese Wolfshöhle, Arne. Iss den roten Pilz, Arne. Geschwister sind ein Quell der Freude, aber auch des Leids. Ich habe selbst einen Bruder. Bringt deiner dich auch bei jeder Gelegenheit an den Rand des Todes? Komm, wir holen dich runter. Dann kannst du ihm ja sagen, was du fühlst. Über Gefühle reden? Mit meinem Bruder? Da lasse ich lieber die Schlangen an meinen Weichteilen nagen. Hier lang. Es ist zu hoch. Hier komme ich nicht runter. So, ich will die Saga natürlich mitnehmen. Da, die Leiter. Sei vorsichtig. Ach, das ist nur ein Schatzwort. Oh. Hier lang! Da! Noch ein schlängelnder Teufel, der es auf mich abgesehen hat! Sie sind alle tot. Ja! Ich lebe noch! Bruder! Kommst du jetzt, oder?
Danke, Fremder, dass du diese Verschwendung von Atemluft zurückgebracht hast. Gerne. Aber was war das für eine Geschichte, die du erwähnt hast? Der Zischer? Eine schöne Legende. Wer den Zischer am Schwanz ergreift, dem geht ein Herzenswunsch in Erfüllung. So eine Geschichte habe ich oben im Turm gefunden. Dann möge sie dir mehr Glück bringen als uns. Vielleicht löst du sogar das Rätsel der Schlange. Lebe wohl. Möge Odin deinen Weg mit Reichtum schmücken. Macht es gut. Und passt auf euch auf. Ein guter Bruder ist das größte Geschenk der Götter. Siehst du, du Tollpatsch. So viel Gejaule. Und am Ende waren es nur ein Hops und ein Sprung. Mach weiter so. Und ich überlasse dich hier den Ball. Jemand verpacken. Ah, das ist die Hafenstadt, wo dann wohl der Meister ist. Eivor, bringst du Neuigkeiten? Kents neuer Aldermann wird Tarn Tedmund sein. Tedmund? Oh, der Herr will mich prüfen. Ihr Dänen macht ihn zu einer Maus. Er verlässt kaum seine Feste in Hofeskester. Wie könnte ich Einfluss nehmen, wenn er nicht mit mir spricht? Oder mit irgendwem? Ein Rätsel. Treue entsteht, wenn Tedmund dir etwas schuldet. Wie zum Beispiel sein Leben. Fahre fort. Eine gestürmte Feste, ein entführter Mann. Wenn du seinen Feind in die Flucht schlägst, ihn vor dem sicheren Tod bewahrst, wäre seine Dankbarkeit. Enorm? Völlig grenzenlos sogar. Doch diese Feste wird schwerer zu öffnen sein als die Schenkel einer Nonne. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Verbirgst du etwas vor uns, Basim? Es gibt ein Holzfällerlager in der Nähe. Beamersfield! Elfred hat Westsexe teuer befestigt. Mit unseren Wäldern. Das Lager versorgt ihn mit Holz. Tedmund ist dort. Unmöglich! Woher willst du das wissen? Ich hörte, dass Tedmund aus dem selbstgewählten Exil gelockt wurde, um die Befestigung von Kantuarbruch zu beaufsichtigen. Ihn sich in einem Holzlager zu schnappen, ist weniger gefährlich, als eine Feste anzugreifen. Aber dein Rettungsversuch wird nicht denselben Eindruck machen. Ist es das wert? Das könnte dennoch klappen. Ja. Ja. Bring ihn zum Felsenring. Und Fulke? Wenn ich Tedmunds Treue habe, sollst du Fulke bekommen. Geh. Ich werde einen kleinen Rettungstrupp aufstellen. Der Handel in Rakulfa und Tunbrück läuft prächtig. Die zahlen gut für meinen Fang. Die Mönche essen diese pergamentfarbenen Christen auf mein Fleisch. Eivor, hier geblieben. Ja, ich weiß auch nicht, warum das Pferd kam, aber... Dieser Abt gefällt mir nicht, Basim. Er ist eigennützig und weicht aus. Kann er uns Fulke wirklich liefern? Der Abt ist ein Freund Fulkes, das ist offensichtlich. Solange er unsere Absichten nicht erahnt, könnten wir Glück haben. In der Tat. Das erinnert mich an eine Geschichte, vielleicht kennst du sie. Der Skorpion und der Frosch. Eine Kindergeschichte? Eine warnende. Der Skorpion will den Fluss überqueren, doch er kann nicht schwimmen. Also holt er einen Frosch zur Hilfe. Der Frosch willigt ein, ihn zu tragen, nachdem er dem Skorpion das Versprechen abgerungen hat, ihn nicht zu stechen.
Lass mich raten, der Skorpion wird wortbrüchig, gibt seiner Natur die Schuld und beide ertrinken? Der Skorpion überquert den Fluss und sticht einen unschuldigen Mann, der stirbt. Was will uns das sagen? Dass deine Geschichten schwammig sind und ihre Bedeutung noch mehr? Dass jede Geschichte 1000 mögliche Enden hat, von denen viele überraschend sind. Wenn der Abt Fulke nicht liefert, wird er durch meine Hand sterben. Und wir setzen unsere Suche fort. Ein ernüchternder Ansatz. Ja, einfach die Geschichte umgeschrieben. Tja. Was siehst du, alte Freundin? Bemersfield liegt direkt vor uns. Geh voran. Ich hoffe, diese Jagd bringt uns eine fette Henne. Sobald der Abt Tedmunds Dankbarkeit hat, wird er Fulke ausliefern. Mehr als das wird es uns nicht kosten. Wenn dieses geistige Senkblei sein Wort hält. Bemersfield liegt direkt vor uns. Geh voran, ich folge dir. Ja, aber das tun wir erst in der nächsten Folge. Bis dahin.